Und dann würde ich Sie einfach gerne mal fragen, Herr Trautmann. Wir haben gerade eben natürlich auch die Szene gesehen, die Szene in Ihrer Karriere. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Sie nicht schön ist, immer wieder auf diesen Genickbruch angesprochen zu werden, ausschließlich auf diesen Genickbruch. Ich war heute noch in der Sportredaktion in Mainz und habe dann gesagt, heute Abend bin ich in Nürnberg, da wird Bernd Trautmann ausgezeichnet. Und da kam von ganz jungen Menschen, ja, das ist doch der damals mit dem Genickbruch. Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Natürlich werden aus solchem Stoff Helden gemacht, das ist ja keine Frage. Aber wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Karriere, an Ihre tolle Karriere, was ist für Sie der erste Moment, der Ihnen in Erinnerung kommt? Die Fairness, die Gastfreundschaft, das Entgegenkommen. Und ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Der Herr Heimann hat gesagt, meine Erziehung begann in England und es war so. Und die Bilder, die ich jetzt wieder gesehen habe, das merken Sie an meiner Stimme, kriege ich immer noch Gänsehaut nach dem Vorfall, nach dem gebrochenen Genick. Ich möchte nicht nur, ich habe mich mit dem abgefunden, bekannt werden oder bekannt sein, dass ich mir irgendwo das Genick gebrochen hatte. Aber es ist, um mal also auf gut Deutsch zu sagen, es ist der Wahnsinn, dass Sie das überlebt haben. Ja, ich war 33 Jahre alt, bin 5 Monate in Gips rumgelaufen, über den Kopf. Spaceman hatte man mich genannt dort. Und 5 Monate Gips, ein Monat Ledermanschette. Dann keine Massage, kein Physiotherapeuten, gar nichts. 2 Reservespieler, rein in die erste Mannschaft. Es war so. Herr Trautmann, Herr Heimann hat nun auch in seiner Laudatio gesagt, dass der DFB Sie jetzt in wenigen Tagen ehrt mit einer Ehrennadel und mit Brillant. Heute können Sie es ja sagen, hat Sie das da? Sie hätten bei der WM 54 waren Sie in Superform. Das waren Ihre besten Jahre mit dem Höhepunkt dann 56. Hat es Sie nicht irgendwann mal in Ihrem Leben verbittert, dass Sie für die Nationalmannschaft durch die Kriterien des DFB nicht in Frage kam? Darf ich? Nein, überhaupt nicht. Denn das, was ich erreicht habe, war schon etwas, was ich nie erwartet hatte. Ich hatte Gespräche geführt mit Sepp Herberger, der Herr Heimann hat gesagt, der Sepp hat keine genommen, die im Ausland gespielt haben. Meines war ja ein ganz anderer Fall. Späterhin haben wir ja viele in der Nationalmannschaft gehabt, die im Ausland gespielt haben. Mhm. Kalle Schnellinger, ja. Haller, Brüls und ja. So weiter und so weiter. Das war okay. Niemals böse. Es wäre nett gewesen, weil die Engländer haben es einmal gemacht. Die haben immer eine Ligamannschaft spielen lassen gegen italienische Liga, schottische Liga, Waliser und so weiter. Bis Journalisten sagt, und die Mannschaft identifizierte sich immer mit der englischen Nationalmannschaft. Bis die Journalisten halt mal sagten, ey, da gibt's bessere Spieler als die englische Nationalspieler. Und daraufhin habe ich einmal ehrenhalber für die englische Liga spielen dürfen, gegen die irische Liga. Ja, ich habe noch eine ganz praktische Frage, die bei uns in der Redaktion aufkam, als wir eine Seite machten mit einigen Bildern, die auf dem Tisch zur Auswahl lagen. Jüngere Kollegen waren also baff erstaunt, dass ein Torhüter damals ohne Handschuh spielte, mit der bloßen Hand nach dem Ball sprang und die Bälle sich erfing. Heute haben doch die Torhüter, so, das sieht immer aus wie so eine Bratpfanne mit Rillen. Ja. Also ich übe nicht gerne Kritik an Torhüter, ganz klar, wir müssen zusammenhalten und so weiter. Man sagt ja, wir sind eine ganz besondere, ja, Leute, Persönlichkeiten oder was auch immer, ein bisschen bekloppt und so weiter. Aber wenn ich das so sehe, ich glaube, der letzte national oder international war, glaube ich, 78 in Argentinien. Das war der Holländer im Tor, das war der letzte Torwart, der ohne Handschuhe spielte. Ich weiß nicht, ob die Leute Angst haben heute. Der Ball tut ja nicht weh. Und man hat ja auch kein Gefühl.
So, es sind heute Shotstoppers. Kennen Sie? Abwehrleute, die nicht mit der Mannschaft spielen. Die Torleute, die klatschen nur ab, nur ab, nur ab. Können Sie jeden Samstag in der ARD um 18.30 Uhr sehen. Wahrscheinlich ist denen einfach nur kalt. Herr Trautmann, wir haben jetzt im November, wir haben gerade eben schon gehört, da bekommen Sie nochmal eine besondere Auszeichnung in Berlin verliehen, wenn Deutschland gegen England spielt. So, wenn die jetzt dann da gegeneinander spielen, mal Hand aufs Herz, für wen sind Sie? Ich muss mal nehmen. Wissen Sie, wir sind Anglosachsen, der Deutsche, der Norddeutsche mehr als der Süddeutsche, aber generell Anglosachsen und zwei Völker alike. Zwei Völker, die gleichzeitig behaupten, wir sind die Besten, die es auf der Welt gibt. Beide sind sehr, sehr vorsichtig manchmal, aber tun sich beide nicht weh, wollen sich nicht wehtun. Und wenn ich in England bin und es kommen deutsche Besucher und die kritisieren die Engländer, dann verteidige ich die Engländer. Bin ich in Deutschland und es sind Engländer da und die kritisieren Deutschland, verteidige ich die Deutschen. Zum Fußballspiel. Nein, der Bessere soll gewinnen. Immer.